Faust. Das ist das Stück, was wir heute in Darmstadt gesehen haben. Faust der Tragödie, erster Teil. Von Johann Wolfgang von Goethe. Ja, ja. Ich fasse das mal für alle Leute, die das nicht kennen, ganz kurz zusammen. Das geht um einen alternden Doktor, der glaubt, nichts vom Leben gehabt zu haben und nichts gesehen zu haben und sich schon dem Selbstmord nahe wähnt. Er geht mit dem Teufel Mephisto einen Pakt ein, der ihn durch die Welt führen soll. Und Mephisto bekommt seine Seele, wenn er einen wirklich zufriedenstellenden Moment erlebt. Das Zentrum von dem Stück ist dann, er verführt ein sehr frommes Mädchen, Gretchen, und treibt sie ins Verderben. Der Hauptpunkt war, dass der Faust dargestellt wurde von zwei Fausten. Einer der größten Marketing-Gags, nenne ich es jetzt erstmal, auch wenn ich es sehr toll fand, war, dass der eine Faustdarsteller querschnittsgelähmt war. Also Marketing-Gag ist doch ein bisschen, es wird auch nicht damit geworben. Diese Zweiteilung von Faust war halt auch gerade dadurch sehr spannend, dass einer von den beiden Fausts halt einfach ziemlich immobil war von sich selber aus. So. Also der kann wirklich auch die Hände so ein bisschen zittrig bewegen, ansonsten hauptsächlich den Kopf so. Er konnte ganz genau zuhören. Und das ist eine Qualität, die ist total unterschätzt, weil immer wenn andere Leute was gespielt haben, er war ganz da und er hat das kommentiert mit ganz wenig, mit einfach nur ganz klaren Blicken, mit einfach nur mit Gedanken, die er im Kopf hatte. Genau, also einfach, er war einfach nur da, er war einfach nur aktiv, hat aktiv teilgenommen. Und er war hundertprozentig da. Der erste Monolog von Faust wird im Chor gesprochen. Von ihm im Rollstuhl und im Hintergrund ist das ganze Volk, also die ganze Menschheit soll das darstellen. Das ist ein Laienchor, ein sehr guter Laienchor war das. Das ist ja schon mal erstmal krass. Okay, Faust im Rollstuhl. Okay, gut. Ist erstmal was Neues, ein neuer Ansatz. Aber der wird dann nochmal aufgebaut mit einem riesen Chor im Hintergrund. Deswegen, es war mir alles ein bisschen zu viel erstmal. Ich wollte erstmal mit dieser einen Information oder mit diesem einen Inszenierungsgedanken irgendwie klarkommen oder vor die Figur verstehen. Jedenfalls kam dann Christian Clichard als zweiter Faust aus dem Chor dazu. Also wir haben ja einerseits Samuel Koch, der nur über den Gedanken lebt, nur über den Geist lebt. Und dann einen sehr, sehr körperlichen, sehr wütenden, sehr, sehr expressiven, auch tendenziell eher komischen Christian Clichard, der für mich so ein bisschen den Macher, den... Der Wollende. Ja, für mich war das der will. Ja, ja, genau. Der will. Aber auch erst später habe ich das verstanden. Im ersten Moment war ich auch da genervt. Du bist halt auch leicht genervt. Naja, nee, bis ich genervt bin. Ich war ab dem zweiten Teil wurde ich dann genervt. Naja, es war erstmal ein bisschen zu viel. Die eine Faust war noch nicht wirklich etabliert, da kommt schon der andere Faust und der ganze Chor dazu. Das hat sich dann später, wurde dann in die Figuren reingegangen, aber in dem ersten Moment war ich überfordert. Konnte ich das alles nicht so sofort irgendwie einordnen, warum ist der Faust jetzt so und warum ist der Faust so. Meine Lieblingsszene im ersten Teil war die erste Szene, wo Mephisto das erste Mal zu Faust kommt. Das war Samuel Koch im Rollstuhl. Und Mephisto, der total lebendig war und der sich total viel bewegt hat und total witzig war. Und daneben einfach nur Samuel Koch, der sich gar nicht bewegt hat, der einfach nur zugeguckt hat, der über Mephisto stand. Ja, das war spannend. Dadurch war natürlich auch sehr souverän, dadurch, dass er sich nicht bewegt hat. Das war so eine geile Szene. Das hat so viel Spaß gemacht, diesen beiden zusammen zuzugucken. Und dann ging es schon in die Hexenküche. Im Original wird ja Faust in der Hexenküche verjüngt. Also ist eigentlich der alte Faust, der jünger gemacht wird. Und diesmal wurde er nicht verjüngt, aber es war der Querschnittsgelähmte, der quasi wieder gehen kann, indem er an Mephisto dran gebunden wird. Vom Bild her und auch von der Metaphorik natürlich auch schon sehr geil, weil er wird vom Teufel geführt und der Teufel ist die ganze Zeit hinter seiner Schulter und redet eben die ganze Zeit ins Ohr. Das sind schon schöne Möglichkeiten, die sich damit aufgetan haben. Das war kurz vor der Pause und dann kam halt wilde Techno-Musik und Mephisto hat sich bewegt, halt mit Samuel Koch an ihm dran und Samuel Koch, das war halt so berührend, weil es war wirklich, ich kann wieder tanzen. Und es war halt echt. Das war schon das Krasse, dass oft er auch in der Rolle auf seine Querschnittsgelähmtheit irgendwie angespielt hat. Und es war halt echt. Und es war halt dadurch echt berührend. Gretchen fand ich auch sehr, sehr spannend. Die habe ich von Anfang an gemocht. Ach, die fand ich am Anfang ein bisschen larrig. Aber nur die ersten paar Sätze. Die hat ein gelangweiltes Gretchen gespielt. Also vielleicht auch wieder ins Moderne übersetzt. Die Jugend von heute, die sich langweilt und irgendwie nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Die Jugend von heute. ja, ich verstehe aber, was du meinst. Sie ist Kind. Sie ist 14 Jahre alt. Auch in der Szenierung wird gesagt, sie ist 14 Jahre alt. Sie war natürlich nicht 14, sondern 25. Nein, und sie hat auch nicht in keinster Weise 14 gespielt. So. Sie hat nicht gespielt. Deswegen war es halt pubertär. Sie tut so, als wäre sie erwachsen. Wenn du das so gesehen hast, habe ich so gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe ja zu gerne zugehört und habe das selber hineininterpretiert. Das kann sein. Langsam kommen wir so an die Stelle, wo es beginnt zu kippen und nicht mehr so ganz aufgegangen ist, leider nicht mehr so ganz funktioniert hat.
Valentin. Oh, mein Valentin. Ich habe übrigens selber Valentin gespielt und ich habe es auch richtig scheiße gespielt. Ich glaube, es ist halt auch, sagen wir mal... Ich habe gesagt auch. Gut, ja, ja, es ist auch, hast du gut gemacht. Ist halt auch wirklich eine blöd geschriebene, schwierige Szene insgesamt. Vom Prinzip kommt er, regt sich auf, dass seine Schwester eine Hure gewesen ist, trifft seine Schwester, sagt, du bist eine Hure und dann verwickelt, wird er in Streit, verwickelt in dem Original Mephisto in einen Streit mit Faust, wobei er stirbt. In der Variante, die wir heute gesehen haben, er hat zwar seine Schwester als Hure beschimpft, aber jetzt auch nicht so arg aggressiv. Und dann kommen beide Fäuste, treten ihn zurzeit zusammen und der lustvolle Faust sticht ihn halt ab. Und Gretchen schaut zu. Was gar nicht und geht. Schubst dann die beiden Fäuste so ein bisschen ganz sachte von der Bühne es weg. Es gab keinen Sinn. Also es gab wirklich so überhaupt keinen Sinn. Und allein schon auch, dass Faust grundlos ihren Bruder absticht. Warum? Ich war hin und her gerissen, ob mir das jetzt gefällt, ob mir das jetzt nicht gefällt, ob ich jetzt berührt bin oder ob ich jetzt nicht berührt bin. Verwirrt, erheitert, hab gelacht viel und war stellenweise auch ein bisschen genervt. Und ja, total. Mir geht's auch sehr ähnlich, das war sehr vielschichtig. Bei manchen Sachen war ich ganz nah dran, so nah wie selten an den Texten von Goethe. Dann gab's Momente, wo ich dachte, ja, okay. Interessiert mich eigentlich alles gar nicht. Es war sehr spannend so. It really made me think a lot about what is evilness and how I can see this evilness. I think it really shaked my whole understanding of the inner psychology of human. This is just like the really shaking me from the root. Es ist der Geist, der stets verneint. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Und besser wäre es als nächste Stunde. Darum ist dann alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt. Mein eigentliches Element. Das ist total schrecklich. Schauspieler sind ganz schreckliche Menschen.